So, in unserem Deutsch Padlet von der Bohne zur Schokolade habe ich jetzt mal hier alle Bildchen ausgeschnitten. Und als erstes muss es natürlich hiermit losgehen, dass unsere Kakaofrüchte hier am Baum wachsen und ein feuchtes tropisches Klima brauchen. Dann werden die aufgeknackt, müssen gären bzw. fermentieren. Und dann hatte ich eben im Video gesagt, sie sehen dann so aus, aber von den Boxen habe ich jetzt festgestellt, diese Box muss ein später kommen. Und zwar kommen jetzt die braunen Bohnen in Jutesäcke aufs Containerschiff und werden nach Deutschland transportiert. Und dann nehmen wir jetzt hier dieses Bild, also es hätte auch an der Stelle sein können, dass man sagt, hier wird es verpackt, aber nein, hier kommen sie in die Schokoladenfabrik, die Bohnen werden geröstet, in kleine Stücke gebrochen, die Schale entfernt und fein gemahlen. Und dann kann man aus dem Kakaopulver im nächsten Schritt dann die Schokolade machen. Also dieses Bild hätte auch an der Stelle hier schon in Afrika sein können, aber vom Text her passt es so. Und so wie ich es jetzt gelegt habe, klebst du es auf und kannst dann noch mit Pfeilen machen, wie sozusagen der Verlauf ist. Ich stelle das Foto auch ins Padlet, dann kannst du es kontrollieren.